Heute geht es um dieses Schmuckstück für knapp über 100 Euro. Zumindest das Tablet selbst kann man schon mit USB-C laden. Die mitgelieferte Bluetooth-Tastatur aber über Micro-USB. Cool, zwei unterschiedliche Systeme. Und die Tastatur ist ein Keyboard im US-Design. Nicht schlimm, sind Aufkleber dabei. Für Spanisch, Italienisch und Französisch. Na klar, und Deutsch? Dann ist da noch eine Funkmaus dabei. Mit einem Dongle. Damit ist der USB-C dann auch schon belegt. Die Batterien fehlen natürlich. Zumindest ist aber ein Adapter dabei. Und ein Geschenk, eine USB-Lampe. Und ein 10-Watt-Netzteil. Und ein Kuli mit Gummirückseite nicht zum Zeichnen, mehr zum Tippen. Später dazu mehr. Ach ja, und natürlich zwei Ladekabel und billige Kopfhörer, die ich mir jetzt nicht ins Ohr stecken werde. Na, vielleicht hat das Full-HD-Tablet mit 10 Zoll 4G LTE Dual-SIM, Quad-Core, welchem auch immer, Android 9, 8000 mAh Akku, Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Na, vielleicht hat es auch innere Werte. Bis auf den Screen Recorder und McAfee ist das vorinstallierte System. Ganz unverdächtig, außer dass dort schon mal ein alternativer App Store auftaucht. Die Verbindung mit dem externen Keyboard geht zumindest. Und wenn dieses nicht nach wenigen Minuten in den Schlafmodus gehen würde, wäre das auch cool. Der Akku soll 5 Stunden halten. Ich habe auch locker 3 Stunden aktiv mit dem Gerät gespielt. Installiert sind 64 GB, was ausreichend ist. Und wenn, kann man noch mit einer Micro-SD-Karte nachlegen. RAM sind 4 verbaut. Und dass immer einer belegt ist, ist bei Android halt so. Die Android 9 Version ist schon ein bisschen älter, also fast ein Jahr vom Patch-Level. Und dass hier Updates für so ein China-Gerät kommen, das ist unwahrscheinlich. Also warum ist das Gerät so billig? McAfee sagt mir schon mal, dass das Gerät geroutet ist. An sich nicht schlimm, wenn man dem Programmierer vertraut. Und es sind ja auch alle Programme sicher, zumindest sagt das der Scanner. Da würde ich jetzt aber Einspruch erheben. Zumindest wurde ich unruhig, als der Play Store keine Updates für die Apps anzeigte. Dabei scheinen ja doch alle Apps von Google drauf zu sein. Und die bekommen doch regelmäßig Updates. Und so neu kann diese China-Installation dann auch nicht sein. Sucht man dann aktiv nach den installierten Apps im Play Store, kann man sie erneut installieren und dann bekommen sie auch Updates. Komisch, waren die anderen Apps eventuell nicht ganz sauber installiert und könnte so der Programmierer auch was an der App selber verändert haben? Und Apps wie E-Mail können die Systemeinstellungen ändern? Das gleiche für den Kalender. Und der darf auch alles lesen. Und alle diese Apps haben die gleiche Version. 8.1.0. Ein Schelm, wer hier zumindest nicht Möglichkeiten sieht, sich ein vorgehacktes Gerät ins System zu holen, das schön im Hintergrund die Daten abfischt und irgendwer damit mehr Geld verdient und darum die Hardware so günstig anbieten kann. Einige Apps werden auch gleich mal nicht unterstützt. Okay, zum Malen kann man auch ein anderes Programm nehmen.
Oder halt auch nicht, weil wie gesagt, der mitgelieferte Stift ist mehr zum Drücken. Striche lassen sich damit nicht zeichnen. Was ganz gut geht, ist das Tippen mit der externen Tastatur. Nur leider sind halt die Tasten nicht da, wo sie sein sollten. Die Hauptkamera ist zumindest ehrlich und sagt, sie hat 8 Megapixel und sie ist auch entsprechend. Und auch wenn Netflix und so geht, Finger weg von solchen Tablets.